Natürlich. Moissac liebt Späße auf Kosten anderer. Ich habe den leisen Verdacht, dass wir die Maske hier finden. Irgendwie habe ich den leisen Verdacht, dass wir hier noch ein bisschen mehr finden als nur eine Maske. Zum Beispiel das. Endlich. Wir haben sie. Wir müssen schnell zum Fest zurück, bevor... Es ist auf jeden Fall besser als das letzte Mal, als mein Schwert halb kaputt war. Oh, verdammt. Na dann. Ja, verdammt. So, was haben wir denn hier? Gerald, hast du das gehört? Oh, fuck. Gas, das Gitter ist noch zu. Wir müssen uns was einfallen lassen. Okay, ganz ruhig. Ganz ruhig. Der verdammte Droide vergiftet uns. Diese Dämpfe sind tödlich. Wir haben nur ein paar Minuten. Teleportiere uns hier weg. Denk dir was aus, schnell. Was immer dir einfällt. Was? Halt dich an mir fest. Ja. Hört meine Worte. Nichts zeugt von mehr Mut als der Kampf gegen eine von Menschen und Göttern verfluchte Bestie. Es gibt nichts Größeres als den Dienst für die Göttin. Ungewöhnlich schöne Worte. Danke. Wir nehmen sie uns zu Herzen. Und nun fangen wir an. Wir haben Bran ins Jenseits geleitet und müssen nun seinen Nachfolger wählen. Ein König ist weise. Ein König verbreitet Respekt. Ein König hat Eier. Wir haben viele solcher Männer. Mögen jene vortreten, die sich für würdig erachten, Skelliges Thron zu besteigen. Mein Sohn kann heute nicht hier sein. Aber seht seine Axt. Seht seinen Willen. Möge der Beste oder die Beste gewinnen!
Was ist nur in sie gefahren? Sie ist deine Tochter, oder etwa nicht? Jetzt verstehe ich, warum sie nach Speaker Rock wollte. Ach, Kinder. Jedes Jahr bereiten sie alle mehr Probleme. Kommt mit. Umso wichtiger ist es, dass wir jetzt reden. Geralt, wie war es, als Ciri langsam zu einer Frau heranwuchs? Ich erinnere mich gut an ihre Großmutter, ihre Mutter, wie sie war. Es heißt doch, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Ciri war nicht zu bändigen. Sie ließ sich nichts vorschreiben. Machte alles so, wie sie es wollte, fast immer. Warum fragst du? Einfach so. Sie und Ceres sind fast gleich alt. Aber über meine Kinder sprechen wir später. Erstmal geht es um deins. Yennefer behauptet, dass Ciri in Schwierigkeiten steckt und ihr sie sucht. Das stimmt. Wenn ich euch helfen kann, mit Gold, Schiffen oder was auch immer, dann sagt's mir. Ich gebe euch, was ich kann. Und ich weiß, dass das Mädel lebt. Wenn das Blut von Rhiannons Töchtern vergossen wird, sind die Meere weiß vor Zorn. So einen Sturm hätte ich bemerkt. Die magische Anomalie auf Art Skellig hat irgendwas mit Ciri zu tun. Zumindest denkt Yennefer das. Das ist meine Vermutung. Aber das kann ich erst mit Sicherheit sagen, wenn ich mich dort umgesehen habe. Ich habe die verdrehten, unnatürlichen Formen gesehen. Die Druiden konnten die Entstellung kaum aufhalten. Yennefer, wie könnte Ciri solch eine Katastrophe verursacht haben? Das würde ich auch gern wissen. Ich werd's herausfinden, sobald Moissac meine Nachforschungen nicht mehr behindert. Mach dir um ihn keine Sorgen. Druiden vertrauen Magier nicht. Aber Moissac hat sein Herz am rechten Fleck. Ich nehme an, er weiß nicht, dass ihr Ciri sucht. Das geht ihn nichts an. Hab ich mir gedacht. Jedenfalls ist Art Skellig meine Insel. Und ihr habt meine Erlaubnisse zu erforschen, wie ihr nur wollt. Danke. Das ist nicht nötig. Ich habe einst einen Schwur geleistet. Den möchte ich halten. Arnwald! Sag dem Druiden, dass ich ihn sprechen muss. Am üblichen Treffpunkt. Ich möchte noch eine Sache ansprechen. Diesmal geht es um meine Kinder. Erinnerst du dich an Hjalmar? Er hat geschworen, den Riesen von Undvik zu töten. Er ist losgezogen und noch nicht zurückgekehrt. Während Ceres ihr eigenes Abenteuer angekündigt hat. Sie hat die fixe Idee, dass Udalric nicht verrückt, sondern verflucht ist. Riesen? Die sind doch schon längst ausgestorben. Hat wirklich jemand einen Riesen auf Undvik gesehen? Ja, viele der Flüchtlinge. Der Riese hat alle von der Insel vertrieben. Ich habe die Überlebenden des Tordaruch-Clans hier auf Art Skellig aufgenommen. Ich habe ein Gerücht gehört, dass auf Undvik ein unnatürlicher Frost herrschte, bevor der Riese kam. Das stimmt. Hjalmar wollte den Riesen töten, um die Insel wieder ihren Bewohnern zurückzugeben. Eine Tat, die eines Königs würdig ist, so glaubt er. Mein Sohn hat in Neuhafen einen ordentlichen Trupp zusammengestellt. Sie wollten nach Undvik segeln und von dort zum Dorf Urska ziehen. Aber so viele Männer hätten den Riesen doch schon längst erledigt haben müssen. Deshalb wollte ich dich bitten. Du solltest in Neuhafen anfangen und dich da umhören. Vielleicht hat Hjalmar seine Pläne da jemandem mitgeteilt. Ich nehme an, Ceres will den Fluch brechen. Es gibt keinen Fluch. Ceres möchte Hjalmar nacheifern und eine Tat begehen, die einer Königin würdig ist. Denkst du, dass ihr meine Hilfe braucht? Du wolltest mich darum bitten. Warum? Die Sache ist die. Ich traue Udalric nicht weiter, als ich spucken kann. Ceres hört weder auf mich noch auf ihren Bruder. Doch wenn ihr ein Experte erklärt, dass sie sich irrt,
wird sie vielleicht einsichtig. Also, ja, ich bitte dich darum, ihr die Sache zu erklären und sie zurückzuholen. Ich frage mich, hast du keine eigenen Pläne für die Krone? Ich denke, dass dich viele Jarls unterstützen würden. Viele? Der Widerstand wäre heftig und erbittert. Lugus der Irre würde eher eine Nilfgaarder auf dem Thron sehen wollen. Außerdem muss ein Mann wissen, wann er zur Seite treten und der Jugend das Ruder überlassen sollte. Wenn Chalmar oder Ceres Hilfe brauchen, werde ich ihnen helfen. Ich danke dir. Da jetzt alles besprochen ist, sollten wir anfangen. Wir müssen herausfinden, ob Ciri noch immer auf Artskellig ist. Ich mache mich reisefertig und komme dann zu dir. Fahr nach Süden. Die Anomalie, die wir untersuchen sollen, hat einen Teil des Waldes am Ufer der Bucht zerstört. Es war wirklich ein sehr erfolgreiches Festkrach. Wir sehen uns später. Na gut. Echo der Vergangenheit. Na gut. Ich würde vorschlagen, wir beenden diese Aufnahme. Ich weiß gar nicht, diesen Aufnahmetag quasi. Ich sitze hier schon seit 6 Stunden und nehme hier nonstop Witcher auf quasi. Na gut, das beenden wir jetzt an der Stelle einfach mal. Ich weiß gar nicht, bin ich hier gerade? Doch, hier bin ich gerade. Da möchte ich nochmal ganz kurz was machen. So. Ein Quick Save. Ich weiß nicht, was ich hier schenken soll. Moment. Vielleicht eine schön verzierte Axt. So. Dann sage ich vielen Dank, dass ihr bis hierhin auch mitgeschaut habt. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge von Let's Play The Witcher 3. Naja. Das sah zwar jetzt nicht so schön aus, aber man kann es nehmen. Also, tschüss und bis dann.